Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Subject Republic. In der letzten Folge haben wir damit begonnen, hier oben in Erlingen das erste Holzfäller Camp mit Lagerplatz einzurichten, da wir in der letzten Folge geschafft haben, den ersten Straßenabschnitt fertigzustellen. Dann haben wir angefangen, einmal oben in Erlingen das komplette Angebot für die Bevölkerung zu errichten. Wie gesagt, Bushaltestelle, Einkaufshalle, Rathaus, Kindergarten, Schule, Freizeitangebote wie Sportplatz und einen kleinen Zeitungsstand oder Kiosk. Und dann haben wir ebenfalls noch angefangen, hier in Erlingen die beiden Lagerplätze und einmal das Sägewerk zu errichten, was momentan auch in der vorletzten Bauphase sich befindet. Ja. Mal gucken, wie es hier momentan mit der eigentlichen Bevölkerung aussieht. Das haben wir in der letzten Folge noch nicht angefangen. Wie jede andere Ortschaft auch, braucht Erlingen natürlich auch eine Stromversorgung. Also müssen wir hier noch eine Stromversorgung hier Herd errichten. Haben wir irgendwo noch so eine kleine Kreuzung freigelassen. So wie es aussieht, sieht das nicht danach aus. Müssen wir dann noch einmal die eigentliche, unsere eigene Stromversorgung nochmal unterkappen. Füge ich hier noch mal schnell eine, lass mal die Straße noch weglassen, weil die sich ja momentan noch im Bau befindet. Können wir das, also die Stromleitung kaufe ich erstmal wieder, weil das wieder ein Teil der Infrastruktur ist, die relativ wichtig ist. Deswegen wird das als erstes gekauft. Ich vergessen den Haken reinzumachen. Jetzt gebaut, jetzt kriegen die anderen Ortschaften wieder Strom und in unserer Produktionsstätte, da wo wir die Sachen brauchen, um Gebäude und sowas, also das Material für die Gebäude herstellen zu können, wird auch wieder schön gearbeitet. So. Den Leistungstransformator würde ich wahrscheinlich hier so hinstellen, dann können wir hier irgendwann noch eine Straße rumfügen, hinzufügen, wenn wir hier irgendwann weiter noch ausbauen werden, die Stadt Erlingen, nee. Deswegen platziere ich das hier hin. Dann ziehe ich schon mal die Hauptspannungsleitung hier einmal um diesen kleinen See. Über den Berg wollte ich jetzt eigentlich nicht laufen, deswegen gehen wir dann einmal links außen rum. Einmal hier hin. Einmal so. Dann einmal hier, einmal um das Warenhäuschen im Warenhaus herum. Dann können wir hier eins hinstellen. Und dann gehen wir einmal hier entlang und schließen das ebenfalls mit an. Dann müssen wir als nächstes hier irgendwo in der Ortschaft von Erlingen irgendwo hier ein Umspannwerk errichten. Das werde ich glaube ich hier platziere. Dann können wir hier gleich noch eine Asphaltstraße einrichten. Jetzt wurde falsch umgebaut, aber spielt dann keine große Rolle. Legen wir die Leitung einmal um das Sägewerk herum. Auf die andere Straßenseite. Dann die Straße entlang und ebenfalls am Umspannungs Dings da eben mit anschließen. Dann noch die Straße hinzufügen. Und dann müssten eigentlich die Leute, die jetzt hier schon wohnen oder die einzelnen Häuser, die hier sind, mit Strom versorgt werden. Ja, werden auch alle. Wenn natürlich mehrere Häuser dann hier fertig sind, weil ich auch die Bushaltestelle dann wahrscheinlich auch Strom bekommen. So wie es aussieht, habe ich noch bei den hier und da einzelne Konstruktionsbüros vergessen. Hier zum Beispiel noch nicht. Um die Arbeiter hinbringen zu können. Das fügen wir dann eben noch mal schnell hinzu. Allerdings vorher machen wir hier noch mal den weiteren Straßenausbau für Schwarzkopf noch mal mit fertig. Einmal hier hinzufügen, da hinzufügen. Und dann noch mal die einzelnen Häuser sicherheitshalber hier oben in Erlingen mit. Ach, den Sportplatz müssen wir auch noch an Straßen jetzt mit anschließen.
und noch einmal hier. Dann kümmern wir uns jetzt als erstes mal um den Sportplatz, das ja auch an Fußwegenetz mit angeschlossen wird. Einmal da, einmal da. Dann platzieren wir hier einmal einen Fußweg parallel zur Straße. Das können wir dann hier auch schon mal mit anschließen. Dann gehen wir hier einmal ins Konstruktionsbüro, das es gebaut wird. Nehmen wir kurz mal die Straße dafür zur Hilfe, um die ganzen Konstruktionsbüros eben hinzufügen zu können. Einmal das, einmal die. Nö, da ist schon fertig. Bauen zwei Straßenfußgängerstücke. Einmal hier, einmal da. Und dann nochmal das letzte, einmal hier und einmal da. So müsste dann eigentlich jetzt auch hier das Gebäude mit den Konstruktionsbüros verbunden sein, die sich hier noch im Bau befinden. Der fällt jetzt wahrscheinlich hier oben hin zur Baustelle. Ja. Hier haben wir auch noch ein Stück Straße, was fertiggestellt werden muss. Dann ist dann der, wenn die Straße dann fertig ist, ist der Ring von ist der erste Ring von Erlingen dann auch fertig. Jetzt müssen wir da ebenfalls auch noch die Konstruktionsbüros mit hinzufügen. Hätte ich zwar auch von den Fußwegen ausmachen können, aber da habe ich jetzt nicht so schnell dafür geschnallt oder geschaltet, besser gesagt, ne? Ich glaube, die meisten sind wahrscheinlich in der Kirche oder ist Erlingen eigentlich... Hier wohnt niemand. Hier wohnt nur eine Person. Auch nur eine. Hier wohnt auch nur eine Person. Also insgesamt sind das dann hier 5 Leute, die noch hier in Erlingen wohnen. Momentan. Einmal kurz zwischenspeichern, wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Da haben wir momentan einen, der noch bei seinen Eltern wohnt. Mal gucken, wo der ist. Den können wir dann auch schon mal theoretisch gesehen vielleicht nach Erlingen umsiedeln. Da ist keiner. Da ist er auch nie. Auch nicht. Da ist er. Dann lassen wir den hier schon mal nach Erlingen umsiedeln. Hier schon mal. Kann er schon mal sich schon niederlassen. Haben wir noch ein paar Leute mehr mitgenommen. Ja. So ist dieses Gebäude dann auch voll. Und die eigentlichen Leute gehen dann eben halt zur Arbeit, um die einzelnen Gebäude eben fertigstellen zu können. Ich glaube, der rennt hier zum Freilager, ja. Obwohl noch kein Stahl vorhanden ist. Dieses Konstruktionsbüro befindet sich ja auch noch im Bau. Also relativ viele Baustellen, die noch erledigt werden müssen. Man kann sich sagen, dass sie relativ gut sind. Stahl haben wir momentan wieder nicht da. Mal gucken, wo sich der Güterzug dafür befindet. Ja, der ist momentan auf dem Weg zum Betonlager, um sich wieder um wieder mit Beton wieder auffüllen zu können. Mal gucken, wie voll die Lager momentan sind. Hier haben wir jetzt 400 Liter. Da sind es 800 im eigentlich im Hauptlager. So. Eigentlich relativ gut gefüllt. Momentan. Hier beim Bauernhof. Geht es noch an Stahl. Es sind momentan nur 3 Werkstoffe zugewiesen. Hier fehlt es auch an Stahl. Gibt es wieder irgendeine Ware, die wir wieder zur Steuer auf und aus schaffen? Kohle. Kleidung ist ja klar. Fleisch, Strom natürlich am häufigsten, aber Kohle ist es momentan. Jetzt ist das Essen, also eigentlich nur die eigentlichen Hauptsachen, die wir dringend zu benötigen. Tja, letzten Monat haben wir um die 100.000 Rubel eingenommen. Diesen Monat sieht das eigentlich relativ mau aus. Ja, liegt auch daran, dass wir hier nochmal die Oberleitung, also die Stromversorgung für Erlingen errichtet haben.
Kann man gut damit sehen, dass das auch relativ viel Geld kostet. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie relativ viel Stahl benötigt haben, ne? Einmal auch daran, ja. Einmal Stahl und eben die elektronischen Komponenten, die dafür benötigt werden. Wie Asphalt, Beton und eben Kies. Dann ist hier die Straße dann auch gleich fertig. Nur dieses kleine Stück in Angriff nehmen, dass wir hier nochmal eine kleine Umgehungsstraße nehmen. Die Straße können wir schon mal planen. Dann fügen wir hier noch schnell ein Konstruktionsbüro erhaschen. Wir schaffen auch noch das nächste. Ja, das sind eigentlich die beiden, die wir am häufigsten hier auch benötigen. Das andere ist momentan nicht so wichtig. Ja, man kann immerhin relativ gut sagen, dass hier relativ gut zu tun ist. Der holt jetzt wahrscheinlich ja noch einmal Bretter ab für den Kiosk. Eine halbe Tonne. Ja, wird doch nicht wenig benötigt. Aber mit Stahl können wir da momentan auch nicht hinliefern, weil wir momentan keinen Stahl im Freilager haben. Der Betonzug ist auch noch hier. Beim Aufladen. Mal gucken, wenn ich ein bisschen mehr Stahl will ich das mal mitnehmen. Da haben wir so alles auf 100% gestellt. Ja, können wir so lassen. Da wir momentan relativ großen Bedarf am Stahl haben, ist das ja kein Wunder. Mal gucken, wo die beiden anderen Güterzüge sich befinden. Der ist auch wieder wieder auf dem Rückweg. Was hat er da geladen? Knapp 10 Tonnen alles zusammen. Oha. Und der andere Ölzug ist eben hier oben und entlädt einmal Treibstoff. Kann man auch gut sehen, wie schön hier unser Verlust in diesem Monat jetzt gerade wieder runtergeht. Aber die Einkäufe steigen auch wiederum schneller als erwartet. Also wenn Erlingen dann fertiggestellt ist, wie ich ja schon gesagt habe, wollen wir uns einmal darum kümmern, dass wir dann Münster anfangen, auch eben aufzubauen mit Einkaufsmöglichkeiten, Bushaltestellen und Freizeitangeboten und so weiter und so fort. Momentan leben wahrscheinlich auch nicht mehr so viele hier, dann nochmal 20, hier sind es noch 75. Einige paar Leute sind noch da, aber der größte Teil der Häuser steht eigentlich soweit mehr oder weniger leer. Also wenn wir dann Münster auch soweit vorgebaut haben, würde ich dann vorschlagen, dass wir uns dann um die eigene Stromversorgung kümmern, also dass wir selber Strom produzieren. Um Strom produzieren zu können, brauchen wir ein Kraftwerk. Da haben wir einmal auf die einfachste Methode, die es gibt, ein Kohlekraftwerk. Dann haben wir zwei unterschiedliche Kernkraftwerke, einmal ein kleines und einmal ein großes Kernkraftwerk mit zwei Reaktoren. Das große, was hier zu sehen ist, ist an das Kernkraftwerk aus Tschernobyl nachempfunden. Man sieht auch, dass es eine gleiche Ähnlichkeit hat. Der Schornstein ist auch vorhanden, der ist auch sieht auch relativ gleich aus. Aber mit Kernkraftwerken will ich eigentlich relativ wenig was zu tun haben. Um Uran herstellen zu können, haben wir auch darunter einmal die komplette Industrie dafür. Einmal von der Uranmine wird Uranerz hergestellt, dann Uranoxidit und dann hier aus den einzelnen Wegen dann eben Kernelemente, also Brennstoff eben hergestellt wird. Allerdings habe ich noch nicht gefunden, wie man das eben miteinander transportieren kann. Also ist hier einmal um die komplette Industrie dafür da. Und um Kohle zu gewinnen, müssen wir einmal hier auf die Metalllegierung. Da haben wir einmal Aluminium, also nur noch Aluminium, da war jedenfalls früher auch hier Kohle und Eisenminen waren da drin früher mit vorhanden. Die sind jetzt hier zwischen Eisen, Kohle und Eisen hinzugekommen, wurde neu hinzugefügt. Da haben wir einmal eine Kohlemine und
eine Verarbeitungsanlage, wo aus Kohleerz Kohle hergestellt wird. Da haben wir auch hier ein Kohlevorkommen. Können wir hier eine Mine hinstellen und dann hier oben noch mal eine weitere und dann hier in der Mitte vielleicht. Dann die Verarbeitung für die Kohle können wir hier so ungefähr dann irgendwo hier hin platzieren. Kommt hier noch ein kleines Zwischenlager hin. Mal das kleine, wie viele Anschlüsse haben wir da? Maximal 2 Stück. Allerdings sind die Anschlüsse auf der falschen Seite. Aber es ist kein Problem, das würden wir schon irgendwie hinkriegen. Also kommt hier eine Kohlemine hin und hier noch eine. Dann kommt hier irgendwo Kohlespeicher hin, vielleicht ein großer. Da würde eigentlich schon mehr passen. Aber die Größe ist aber auch wieder ein bisschen problematisch, aber darum müssen wir uns noch keine großen Sorgen machen. Dann kommt hier die verarbeitende Industrie hin, also dass das verarbeitet werden kann. Dann können wir hier hinten wahrscheinlich nochmal ein großes Lager errichten. Ungefähr hier auf der Seite haben wir dann auch nochmal 2 Anschlüsse zur Verfügung. Dann können wir wahrscheinlich irgendwo hier auf der Seite, das ist auch wieder ein relativ großes Gebäude. Gucken wir mal, ob wir es vielleicht irgendwo hier reinkriegen. Oder platzieren wir es hier drüben hin. Ziehen wir dann einmal hier eine Förderanlage. Einmal hier hin und dann noch eine, ob wir dann noch eine hinkriegen bekommen, dass wir hier noch einmal dann hier auch noch Kohle mit verladen können. Aber wie gesagt, das werden wir erst in Angriff nehmen, wenn wir Münster erschlossen haben und in der Richtung dann schon mehr oder weniger aufgebaut haben. Dann haben wir schon mal ein neues Auto bekommen, und zwar den B100. Der B100 ist mehr oder weniger sozusagen das Pendant des VW-Busses aus der Bundesrepublik. Gibt es auch in unterschiedlichen Ausführungen, als Krankenwagen, als Pritschenwagen, als abgedeckter Wagen und dann eben als kleiner Bus, also so als Transportmöglichkeit mehr oder weniger ist er hier eingestuft. Dann ist die Straße auch schon mal fertig, können wir die Straße weiter nach Münster auch schon mal ausbauen, das geht allerdings nur bis hier. Da fügen wir auch wieder nur das einfache Konstruktionsbüro hinzu, mit den Baumaschinen und so. Ja, weil momentan, so wie es aussieht, noch irgendwo auf den Baustellen irgendwo beschäftigt sind. Hier haben wir 2 Leute, die hier arbeiten. Ja, oder weniger. Und noch ein neues Auto. Was ist das diesmal? Ein IHC 1000, 9000 bis 1000. Ah ja. Scheint irgendwie ein amerikanisches Auto zu sein. Kann ich jetzt leider momentan nicht so viel dazu sagen. Hier ist der Käfig dann auch fertiggestellt. Dann schließen wir hier mal den Sportplatz mit. So. Ach, da haben wir auch wieder die Konstruktionsbüros vergessen mit anschließen zu können. Oder besser gesagt, zuweisen zu müssen. Das ist das falsche Gebäude. Da haben wir das richtige. Einmal hier, einmal dort, hier und dort. Und dann nochmal das Konstruktionsbüro, dass die Arbeiter da auch hinkommen. Einmal hier und einmal dort. Ja. Wunderbar. Das sieht auch schon alles sehr schick aus. So, Holz ist jetzt auch nicht mehr da, auch alles Mangelware mittlerweile. Der Zug müsste dann eigentlich jetzt auch schon wieder auf dem Rückweg sein, oder findet er sich noch? Ja, befindet sich noch auf offener Strecke. Um den Gegenzug abzuwarten, der eben Treibstoff eben verkauft hat. Mal gucken, wie es momentan mit den Finanzen letzten Monat aussah. Gut, knapp die Hälfte haben wir, die Hälfte haben wir jedenfalls produziert, um nur um die Ressourcen abzudenken. Das andere sieht natürlich wieder ein bisschen mal wow aus. Also die Arbeitskräfte natürlich sind auch nicht dabei. Alles halt nicht so ganz einfach.
Tja, mal gucken, wie es mit der Straße unten in Münz, Schwarzhof aussieht. Da ist ja auch noch nichts angekommen an. Also Baumat auch noch gar kein Baumaterial. Oh, das habe ich jetzt da, vergessen. Eigentlich ist das doch hier mit dem Zugefüge oder nicht? Kriegt er automatisch wahrscheinlich wieder nicht hin. Momentan wahrscheinlich wieder ein kleines Problem drin, weil das Spiel ist ja immer noch in der Entwicklungsphase, aber auch dafür auch schon relativ weit fortgeschritten. Beton wird auch wieder nachgefüllt, Treibstoff genauso. Hier fehlt jetzt immer noch an Stahl. Also das Einzige, was wir wirklich momentan bauen können, ist das Einzige, ist das alles, ist das Einzige, was wir wirklich höchstens so momentan bauen können, sind nichts außer Straßen. Schwierig ist das schon, aber was soll man da halt machen? Jetzt fährt er erstmal wieder leer zurück, weil wir momentan keine Pflanzen zwischenlagern können. Könnte auch mit 42 Tonnen an Pflanzen transportieren. Den Zug haben wir in der letzten Folge ja auch mit hinzugefügt, um eben einmal die mechanischen und die elektronischen Komponente, die sind hier oben, eben einmal beschaffen zu können und dann ebenfalls um einmal Zement verkaufen zu können. Ich bin noch mal ein bisschen wieder zurückgekommen, ist, ne? Wenn er den Fluss mit dem Kraftstoff und dann hier, der andere befindet sich auch wieder auf der Strecke. Ja, mit seiner Höchstgeschwindigkeit von 60 Stundenkilometer. Da ist der ja wieder ein bisschen schneller, ne? Mit 10 km schneller. Nun ja. Habt ihr Tag, ihr könnt auch wieder hier mit der Baumaschine wieder mitarbeiten. Hier ist eigentlich alles vorhanden, was wir brauchen. Hier auch. Es fehlt allerdings eben halt nur an Arbeitskräften. Und die werden wahrscheinlich aufgehalten, weil sie momentan nur hierher gekarrt werden. Ja. Also fehlt es momentan wirklich am Stall, dass hier das hier weitergeht, weil dann werden auch wieder Arbeitskräfte auch wieder frei. Oder können wir auch so machen. Das hier ist doch das Konstruktionsbüro, ne? Dass wir es hier einmal rausnehmen. Dann müssen wir einmal gucken, ob wir es nochmal haben. Hier ist es auch mit drin. Können wir es hier auch erstmal mit rausnehmen. Obwohl hier können wir ja noch weiterarbeiten. Dann fügen wir die beim Kornspeicher noch erstmal mit hinzu. Können sie da weiterarbeiten. Und können sich dann erstmal auf andere Baustellen erstmal konzentrieren, um dort weiterarbeiten zu können, wie zum Beispiel hier beim Holzfäller Camp. Beim Holzfäller Camp oder der Werkverbindung. Nur als Beispiel oder hier auf den eigentlichen Baustellen. Hier ist ja auch schon ein Bagger zugange, der es auch alleine schaffen kann. Hier haben wir einen zweiten. Ja, da können wir noch nichts viel machen. Hier fehlt es auch wieder an Arbeitskräften. Ebenfalls hier auch. Ja. Zweite ist auch oben hin unterwegs. Keine Ahnung, wo momentan der vierte sich rumtreibt. Der ist Nein, der vierte wird wahrscheinlich. Das ist gut. Ach, ich würde sagen, wo der jetzt steckt. Hier fehlt das auch wiederum an Stahl. Hier können wir sie auch von das Konstruktionsbüro auch wieder mit rausnehmen, weil hier brauchen wir es nicht hinzufügen, weil die Leute ja von hier auch selber dorthin hinlaufen können, um arbeiten zu können. Das ist ja relativ hier dicht, zum Beispiel nur an diesem einzelnen Wohnhaus zum Beispiel ist, nur als Beispiel. So. So, da wollen wir mal gucken, wie es in der Hier sieht das mit den Kinderkrippenplätzen noch relativ gut aus. Wird das hier oben nicht mehr so stark belastet, obwohl hier auch relativ viel Wohnraum vorhanden ist. Aber kommen jetzt nicht mehr die Kinder, die zur Tageskrippe müssen, können dann eben hier unten kommen. Sieht das ja auch schon gut aus.
Wie gesagt, hier unten fehlt es immer an Stahl. Hier fehlt es auch immer an Stahl. So. Ach, der eine fährt hier unten. Genau, mal gucken. 431, ach, das Stück hier ist es. Also wird dann die Straße hier auch gleich mit fertig gestellt. 43 Tonnen Kies. Kraftstoff, wie viel haben wir denn momentan im Speicher? Gut, also 1000 Tonnen ungefähr. Hier sind jetzt noch mal knapp 280. Mal sehen, wo der eigentlich ist. Guter Zug, der dafür ist, ach, der befindet sich hier oben. Wird einmal entladen. Mal gucken, wie bei den Finanzen das aussieht. Sieht sich auch wieder relativ rosig aus. Und dann dürfte er jetzt gleich wieder starten und Bretter mitnehmen. Theoretisch könnten wir auch noch einen weiteren Flachwagen noch mit hinten ranhängen. Platz ist ja genug da. Das könnten wir dann auch gleich machen, allerdings erst, wenn er mit der Runde dann komplett fertig ist. Jetzt hat er gut knapp 9000 Rubel an Material geladen. Ja, auch immer noch mit 4000 im Plus. Wie es aussieht momentan. Achso, da ist ja noch eine Pflanze unterwegs, stimmt ja. Zementlager liegt auch mit 200 Tonnen geführt. Auch knapp ungefähr ein Drittel. Hier ist dann auch das Fundament fertig. Müssen nur noch die Platten hingeliefert werden und dann ebenfalls die Stahl, was ja momentan noch fehlt. Und hier einmal wiederum Stahl und einmal Bretter. Fußweg. Sind die momentan mal beschäftigt, die Fußwege fertigzustellen, wa? Alles klar. Mal sehen, wo wir als nächstes hinfahren. Dann können wir hier die Straße auch schon mal mit weiter aufwerten. Die Autos und LKWs können wir auch können dann auch über die Haltestelle geschickt werden. Ist auch wiederum kein Problem. Einmal das Konstruktionsbüro. Achso, ne. Das hier reicht dann vollkommen aus. Erstmal wieder die Arbeitsplätze hier wegnehmen. Sicherheit gründen. Kraftstoff ist bei der Tankstelle relativ gut gefüllt. Kommen nochmal 7,5 Tonnen nochmal dazu. Oder 1 Liter eben halt. Die Tankstelle für die Züge ist auch relativ gut gefüllt und die Tankstelle in Schwarzhof ist auch gut, fast knapp, ist auch fast voll. Also die Tanks dafür. Ja, können wir vielleicht auch daran hängen, dass momentan so lange dauert, liegt daran, dass wir hier die Straße weiter ausbauen wollen. Auch eine Geduldsfrage momentan.
habe jetzt ungefähr wahrscheinlich eine gute Stunde länger Fahrweg. Auch wieder 40.000 an Rubel für Kraftstoff geladen. Wo ist denn der Stalze? Ist er das? Ah, hier unten. Hat gerade Talhüten hinter sich gelassen. Als nächstes kommt der Bergdorf, dann einmal Münster und dann ist er auch schon am Ziel seiner Reise. Also momentan das Spiel ein bisschen schneller ablaufen, bis es da auch wirklich alles da ist. Also auf einem schnelleren Wege. Eigentlich ein sehr schöner Anblick hier. Der Stallzug fährt ins Überholglas ein und muss dann noch den entgegenkommenden Zug eben abwarten. Dann dürfte der hier jetzt eigentlich auch wieder wahrscheinlich zurückfahren, wenn er da schon wartet. Nein, tut er noch nie. Die wahrscheinlich momentan, dass wir hier noch keine weiteren Blocks eingerichtet haben. Mal hier und einmal da. Jetzt dürfte er da oben weiterfahren. Ja, das tut er auch. Ich bin momentan alles sehr zufriedenstellend. Nee. Werden wahrscheinlich die ersten Platten für das erste Wohnhaus wahrscheinlich schon auch abgeliefert. Hier, einmal hier. 50 müssen noch mittransportiert werden. Hier müssen die eigentlich schon fertig. Ja, hier sind die schon alle vorhanden. Werfen. Hier muss immer noch das Fundament aufgehoben werden. Hier ebenfalls am Rathaus ebenfalls. Hier sind dann schon mal die Arbeitskräfte da, um die Fußwege fertigzustellen für den Fußballplatz. Die andere Seite finden die noch. Alle noch schön bei der Arbeit. Sehr schön, dann können wir die ganzen Konstruktionsbüros hier auch eben den Fußballplatz zuweisen, dass das auch fertiggestellt wird. Hier können die Leute dann wieder auch selber zur Arbeit gehen, wenn dann die ersten Wohnhäuser hier auch eben fertiggestellt sind. Nee. Gleich seine Reise verendet und dann zurück von der Grenze zurückfährt, müssen wir dann noch am Depot schicken und einen weiteren Flachwagen eben mit anhängen. Wenn ich mir vorstellen, dass wir dieses Mal wahrscheinlich einen größeren mit ranhängen, also mit einer großen Kapazität. 24 Güterwagen, gedeckte Güterwagen. Dann würde eigentlich wieder einer von denen zusagen. Also vom Aussehen her schon mal angesagt.
kann dann auch auf dem gleichen Wege dann noch ein bisschen mehr Ware dann eben mit verkauft werden, ne? Der befindet sich eben, einmal Weg, der befindet sich noch im Überholgleis. Der Bagger ist dann auch soweit fertig, gleich, fast fertig. Mit der Waldstraße dann ungefähr fast fertig. Hier kommt eine Ladung Ziegelsteine hin. Eigentlich alles sehr zufriedenstellend hier. Das wird eben noch mal ein bisschen schneller laufen. Dann wird jetzt hier einmal schön Stahl entladen und Holz natürlich und im Gegensatz zu wird dann wieder alles aufgefüllt. Und passiv auch noch ein weiterer wieder beim Verkleben. Den Rest des Videos, bis wir an der Grenze angekommen sind und dann zurück im also an der Grenze angekommen sind, müssen wir dann einmal kurz eine kleine Pause einlegen, damit wir den Zug den Befehl geben können, dass wir ins Depot fahren soll. Ja, und damit um den Zug um einen weiteren Wagen eben umfassen zu können. Haben wir auch einen neuen Briefumschlag bekommen für ein neues Fahrzeug aus einem unserer Nachbarstädte, und zwar, so wie es aussieht, handelt es sich wahrscheinlich um eine Diesellokomotive, die 2TE10LA-Variante. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um eine Doppeldiesellok, also aus einer Diesellok, die sozusagen aus zwei Maschinen besteht, die an jedem Ende nur an einem Ende einen Führerstand hat. Wahrscheinlich ein bisschen Bau, also vom Prinzip her wesentlich ähnlich wie die WL80. Die WL80 ist die meistgebauteste Elektrolokomotive der ehemaligen Sowjetunion. Mitgliedsländern eben noch stark verbreitet, wie zum Beispiel Kasachstan oder in der Ukraine werden die Dinger eben noch eingesetzt, eigentlich relativ stark verbreitet. Tja, jetzt ist wieder Nacht, müssen wir noch auf den Zug warten, der uns aus der entgegengesetzte Richtung kommt. Tja. Muss eigentlich auf momentan wieder auf dem Rückweg sein. Allerdings, so wie es aussieht, noch relativ weit vorne am Anfang. Ja, kann ich das wieder erwarten? Wenn der Schienenverkehr immer noch weiter zunimmt, dann müssen wir dann irgendwann die Strecke natürlich auf zwei Gleise weiter ausbauen. Da hinten kommt sie schon. Hinter uns wartet der andere Zug. Eigentlich ein sehr schönes Bild, wie da eine Zug auf einen zukommt. Also jetzt von dieser Perspektive aus gesehen. Und so können wir dann auch wieder weiterfahren. Sehr schönes Bild.
Also wenn dann der nächste, der zweite, dritte Wagen von dem Pflaster mit eben dran hängt, schätze ich mal, das ungefähr dann wahrscheinlich 1.500 für den Verkauf von Platten und Ziegelsteinen eben wahrscheinlich bekommen werden. Schätzungsweise. Dann verlassen wir mal das Zugfahrtfenster und dann weise ich den Zug einmal hier eben hier am Depot eben zu. Und so machen wir dann jetzt eben einmal Zugfensterfahrt mit. Ging einmal relativ zügig davon. Hat einmal abgebremst, wahrscheinlich vor der Tanken brauchte eigentlich nicht. Warum, kann ich nicht sagen, warum er es gemacht hat. Das heißt, es warten, bis der entgegenkommende Zug uns begegnet hat, oder bis er uns eingeholt hat, besser gesagt, damit wir unsere Fahrt fortsetzen können. Da kommt er schon. Relativ flott eigentlich, nicht? Was wir noch erwarten normalerweise dazu. Mal gucken, was ich jetzt aussieht bei normaler Geschwindigkeit. Oh, eigentlich relativ gemütlich. Gefällt mir eigentlich sogar eher mehr. Eben mit 70 km irgendwie da denken. Und dann müssen wir schneller machen. Schon der entgegenkommende ist wieder zu. Also können wir das Problem noch durchfahren. Wunderbar. Wir sind schon am Ende des Ziels. Wir sind ein bisschen angekommen. Gucken, wie viel die dazwischen packen.
So sieht das auf dem Flecker aus. Und dann schicken wir den Zug wieder eben los. Nur mal gucken, ob er auch von der kompletten Länge hier mit eben reinpasst. Ist jetzt hier genügend Stahl angekommen. 0,3 Tonnen fehlen noch. Wahrscheinlich auch wieder der. Ja. Mal gucken, wie weit hier oben die Gebäude so weit sind. Das Freilager ist fertig. Hier ist sogar schon der Fußballplatz fertig. Hier sehen wir die Fundamente auch eben aufgehoben. Die Straße ist hier auch komplett fertig. Dann können wir das letzte Holzfällerlager ebenfalls auch errichten. Müssen wir wieder auf wieder verschiedene Industrien raufgehen. Jo, deckt eigentlich schon relativ viel ab, ne? Ja. Jetzt nehmen wir das Ganze hier hin. Einmal kurz mal dichter ranzoomen. Kleines Freilager. Gehen wir dahin, schließen wir das ebenfalls auch an die Straße mit an. Die Planung mit dem hinzufügen. Nochmal Straßenbau mit hinzufügen. Einmal hier, einmal, das war noch falsch. Einmal da. Wo fahren die dann auch hin? Kann dann fertig gebaut werden. Hier ist die Kindertagesstätte auch fertig. Gucken. 25 in Arbeit. Hier sind das einmal 12. 21. 9. Habe hier übrigens noch ein Kind, was ich mit bekommen kann. Ist eigentlich relativ stark. Sehr gut. Aufgelöst. Hier sieht das wesentlich besser aus. Dann können wir anfangen, hier die Straße mit Kies auszubessern. Einmal hier, einmal da. Und dann haben wir, wenn wir das dann hier komplett fertig haben, den ersten Ring von Schwarzwaff auch eben beendet. Aufgefertigt. Besser gesagt. So. Ich hoffe, es hat euch die heutige Folge gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge dann wieder. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr euch die Folge anseht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.